Hyundai bietet seit 2013 den i10 in der zweiten Generation an. Der Kleinstwagen unterhalb der Polo-Klasse wird mit zwei Motoren angeboten. Zwei Benziner sind's, einer hat 1 Liter Hubraum, der andere 1,2 Liter. Beides sind Saugmotoren ohne Turboaufladung, 67 PS und 87 PS stehen jeweils zur Verfügung. Serienmäßig wird mit der Hand geschaltet, 5 Gänge stehen zur Auswahl, optional gibt es eine Automatik, dann muss man allerdings auf einen Gang verzichten, gibt nur 4. Der Hyundai i10 besticht vor allem durch sein gutes Raumgefühl, ist ein sehr kleines Auto, fühlt sich aber fast eine Klasse größer an. Im Kofferraum ist nicht allzu viel Platz, 252 Liter gehen hinter die Rücksitzbank, wenn man die umklappt, dann werden es etwas mehr als 1000 Liter. Beide Motoren sind nicht besonders spritzig und auch das Fahrwerk ist nicht übertrieben agil. Wer zügig vorankommen will, muss viel schalten oder braucht hohe Drehzahlen, dann wird es ein bisschen lauter im Auto. Komfortabler ist die 4-Stufen-Automatik, dann steigt allerdings auch der Verbrauch. Es gibt 4 Ausstattungslinien im i10, die Basis würden wir nicht empfehlen, da ist nicht mal ein Radio mit drin. Classic oder Style sollte es eigentlich schon sein, bei Trend kriegt man schon ein paar ganz annehmbare Ausstattungsfeatures. Auf den ersten Blick überzeugt der i10 vor allen Dingen durch den sehr niedrigen Grundpreis. Da muss man allerdings noch ein bisschen was drauflegen, denn sonst ist er wirklich ganz nackt ausgestattet. Die Motoren sind nicht übermäßig spritzig, reichen aber fürs Fortkommen in der Stadt sicherlich gerade so aus. Interessant ist der i10 vor allem für Leute, die ein kleines Stadtauto suchen. Die kriegen dann fast so viel Platz wie in der Fahrzeugklasse drüber.